Das gibt's nicht. Die Hupe ist übrigens das einzige Geräusch, was man hört. Ich wollte gerade sagen, ne? Außer der Hupe hört man nichts. Wahnsinn. Super. Ich habe ja schon mal im Internet ein bisschen geguckt. Ja, so technisch, ne? Wie es halt, ne, mit Motoren und wie das so funktioniert und wie sie das gebaut haben. Schon sehr interessant, ne? Auch mit den Licht-LED und der Weg in die Zukunft, ne? Ja. Ah, ich sehe schon Begeisterung. Vor allem auch, deine Frau möchte am liebsten gleich aufsteigen. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, sie darf auch zum ersten Mal fahren. Ui, Sebastian. Echter Gentleman. Zusammen mit seiner Frau Cassie und Sohnemann Ben ist er jetzt Besitzer einer neuen Elektroschwalbe und nächste Woche sind sie dran. Einfach darauf achten, wann die E-Schwalbe durchs Programm geistert. Genau, wenn Sie dieses Geräusch hören, ganz schnell anrufen und die Chance auf eine leuchtend blaue E-Schwalbe sichern. Jede Woche eine E-Schwalbe. Born to be wild. Nur bei MDR Thüringen. Das Rock'n'Roller Radio. In einem rosa Luftballon wirkt die groß und schwerelos. Was ich nicht weiß, was...